Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meinem zweiten Adventsvideo, Adventskranz 2.0. Wir werden heute was Rotes machen, aber zuerst gibt es dann auch gleich eine Rückschau zum ersten Adventskranz. So, an alle, die das letzte Adventskranz-Video nicht geguckt haben, mein erstes Adventskranz-Video, da haben wir einen wunderschönen Fichten-Adventskranz gemacht und ich habe da gezeigt, wie da innen der Aufbau ist und wie man das so Schritt für Schritt macht und habe auch gezeigt, wie wir die Deko machen. Und da ist mir so im Nachgang, ist mir noch so eine kleine Deko-Idee dazu eingefallen, weil da gibt es so diese kleinen. Also das sind ja Fichtenzapfen und da gibt es so diese kleinen Erlenzäpfchen. Die haben wir, so ein bisschen hellgrün gesprüht. Und das ist noch so ein kleines, nettes Detail, so eine schöne Spielerei, wie man diesen Kranz dekorieren könnte. Weil das sind so diese kleinen, hübschen Zäpfchen. Ja, und das ist mir so eingefallen. Da dachte ich, ach, ich zeige euch das mal. Mache euch nochmal den Link zu dem letzten Video, blende ich euch nochmal ein. Und das war letzte Woche, war das jetzt in grün, aber heute gehen wir zu einer neuen Idee über. Klassisch in rot. Rot habe ich natürlich auch Erlenzäpfchen. So schön. Also das sind immer schöne Sachen aus der Natur und man kann ja ruhig auch mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Aber das war jetzt also der Adventskranz letzte Woche, den stelle ich jetzt mal weg. Ja, hier haben wir auch noch die Basis, wie wir das alles gemacht haben. Aber das sind alles Sachen, die seht ihr im Video von letzter Woche. Und heute gehen wir mal zu einer länglichen Arbeit über, in Rot. Und heute geht es mal richtig zum Thema Holz, geht es mal ein bisschen zünftig zu. Holz vor der Hütten habe ich euch übrigens auch kürzlich ein ganz tolles Holzvideo gezeigt. Mit Holzscheiten, wie man eine schöne Herbst, Winter, Weihnachten, eine tolle Deko, die habe ich vor dem Laden. Da mache ich auch nochmal den Videolink rein. Das war auch richtig schön, das hat total Spaß gemacht. Ja, und jetzt habe ich hier ein Holztablett. Das habe ich auch mal ordentlich gefegt. Und das kann man ja für viele Jahreszeiten nehmen. Und dieses Holztablett, das ist jetzt eigentlich ziemlich simpel und habe hier schöne Birkenscheiben, die man auch für alles Mögliche verwenden kann. Und das ist jetzt natürlich sehr schön, die einfach dieses Mal aktuell mal für Weihnachten zu verwenden. Und das sind jetzt meine Unterlagen für meine Kerzen. Ja, wenn es ein bisschen synchron sein soll, dann lege ich die alles so rein,
dass die Birkenrinde hier, dass man die Birkenrinde auch schön sieht. Und stell einfach, je nachdem, also wer kleine Kinder hat oder wer ein bisschen Schutz braucht, kann die natürlich auch, kann die Kerzen auch ja, fixieren. Fixieren ist immer ganz gut mit, ich sag's immer, Knetfix heißt das. Und wenn sie nicht ganz gerade stehen, kann man das auch machen. Wer sagt, ich habe keine Kinder und das ist kein Problem, die bleiben eh stehen und bei mir rappelt keiner am Tisch rum, der kann die einfach so hinstellen. Das ist ganz easy. Aber für alle, die es fixieren müssen, zeige ich mal kurz. Moment, hole ich mal ein sehr gutes Hilfsmittel. Ich nenne das immer Floristen-Kneti. Ja, das ist ein Oasis-Knetfix. Das ist so eine grüne Masse. Die macht man hier von der Rolle runter, nimmt das Knetfix und rollt es, ja, ich zeige es mal an einem, aber ich möchte sie jetzt gar nicht festmachen, nimmt hier so einen Streifen, rollt es in der Hand, macht es richtig schön warm und wenn es warm ist, dann klebt es auch besser, macht hier so ein Kügelchen und kann dann hier die Kerze an drei Stellen, ist auch sehr gut, um die im Windlicht zu fixieren zum Beispiel und dann kann man das hier fest draufdrücken. Und dann kann man die Kerze super fixieren. Also es ist ein sehr brauchbares Mittel, was wir damit auch machen. Also Kerzen fixieren ist natürlich toll, weil dann fallen die auch aus den hohen Kerzenhaltern nicht mehr raus. Und was wir damit machen, ist auch, wenn wir Gestecke machen und wir diese Pinholder fixieren, da ist auch immer Knetfix drunter, dass die Steckmasse draufkommt und dass die Steckmasse nicht mehr rausrutscht sozusagen aus dieser Unterlage. Beständling blende ich euch nochmal ein dafür. Das sind immer so Dinge, die man immer wieder brauchen kann. Das ist einfach schön. Dann habe ich eine schöne Konifere. Ja, eine schöne, ich habe gerade überlegt, eine sehr schöne Konifere. Und was ich ganz toll finde, sind hier diese Beeren, ja, diese Früchte, die an der Konifere dran sind. Und ich würde es jetzt relativ schlicht halten, das Ganze, und lege einfach die Konifere rein. Also ich mache gar nicht so einen riesen Aufwand und schneide die einfach und nehm hier nochmal ein bisschen was davon. Also ich wollte jetzt eigentlich gar nicht keinen riesen Aufwand machen. Dann habe ich noch Holz zu Holz. Das ist natürlich ganz schön. Ich habe das, dass sich das so wiederholt von den Elementen her. Ich habe das auch nochmal in klein, diese Birkenscheiben. Und wenn man sagt, so, ach, man kann hier den Boden nochmal füllen, entweder man nimmt ein schönes Steinchen oder man füllt da einfach nochmal ein paar Birkenscheiben ein. Also, oh, zack, muss ich mal das Netz aufreißen. Das gibt's auch alles bei Floristik24 zu kaufen. Und ich finde, das sieht dann sehr stimmig aus, wenn sich die, ja, die Birkenscheibchen nochmal wiederholen. Das lässt sich ja alles auch im Windlicht um die Kerzen rum. Ja, es lässt sich ja so vielfältig verwenden. Das sind Sachen, die man einfach ganz toll gebrauchen kann. Ja, es ist sehr schön und ich finde es auch witzig. Ja, da ist der Boden wirklich ganz toll abgedeckt von dem Tablett, wenn man da einfach nur so lässig diese Birkenscheibchen reinmacht. Ich hatte noch so eine Überlegung, weil klar brauche ich jetzt ein bisschen Deko. Ich habe viele Kunden, die gar nicht so viel Deko wollen und weniger ist oft mehr. Ich bin da auch, was ich ganz gern mag, ist, wenn man um die Kerzen rum so einen Wollfilz macht, so einen Filzdocht, aber relativ wenig, ja, davon, sondern einfach den Filzdocht so zweimal um die Kerze wickelt. Und das ist so ein schöner Übergang von der Kerze zu der Unterlage, was ich auch im Adventskranz eigentlich sehr, sehr schön finde. Dann brauchen wir ja, also weihnachtlich soll es ja schon sein. Und es sieht aber auch jetzt schon, also wenn es jemand puristisch mag, kann man es theoretisch wirklich jetzt schon so auf den Tisch stellen. Aber ich wollte jetzt nochmal mit Kugeln, ein paar Kugeln reinbringen. Ja, es macht es schon festlich. Also es ist schon, genau, ich gucke mal meinen Kameramann an. Der nickt auch immer oder schüttelt den Kopf, aber er nickt, vielen Dank. Ja, und das ist schon schön. Ich würde zwei, maximal drei große Kugeln reinnehmen und ein bisschen kleine Kugeln, aber alles wirklich sehr wohl dosiert.
So. So, also wirklich sehr wohl dosiert das Ganze. Und ich, also eigentlich theoretisch, da wir zu Hause Rot lieben, könnte ich mir das wirklich als ganz, ganz schlichtes Weihnachtstablett für zu Hause, kann ich mir das wirklich super vorstellen. Ich habe jetzt nur noch ein paar rote Zäpfchen rein. Man kann auch noch einen schönen Naturzapfen dazu legen. Aber tatsächlich, Entschuldigung fürs Quietschen. So, tatsächlich ist es wirklich schon so, finde ich eigentlich sehr, ja, ist schon sehr, sehr dekorativ. Und eigentlich braucht man gar nicht viel mehr an Deko. Und das Tolle ist ja auch, wenn die Kerzen runtergebrannt sind, also diesen Filzdocht natürlich an allen vier Kerzen, ja, wenn die Kerzen runtergebrannt sind, dann nimmt man sie einfach raus und stellt eine neue rein. Einfacher geht's eigentlich nicht. Und es ist trotzdem wirklich schön für Weihnachten. Und auch wenn das Grün nadelig wird oder also wenn das abnadelt, abrieselt, dann kann man einfach wieder frisches grünen Zweig nehmen, kann es reinlegen und hat trotzdem eine tolle Unterlage. Es ist für den langen Tisch schön, das entlang zu stellen. Der Tisch ist geschützt durch das Tablett. Ja, es kann kein Wachs auf den Tisch. Ich glaube, es ist eigentlich auch eine ganz, ganz einfache, schöne Idee, eine weihnachtliche Arbeit sich auf den Tisch zu stellen. Und ja, so ganz einfach und schnell war das tatsächlich heute meine Weihnachtsidee, die ich euch zeigen wollte. Die zweite. Und es folgen noch viel mehr. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf eure Kommentare, ob das was für euch ist, ob ihr länglich oder rund auf dem Tisch dekoriert. Es gibt ja viele Fragen und Überlegungen. Weihnachten ist ja die Zeit, wo jeder so überlegt, oh, was mache ich denn? Und vielleicht ist es auch eine schöne Idee für euren Weihnachtstisch. Ihr Lieben, bis zum nächsten Weihnachtsvideo. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss! Thank you.